Ullmann aus einer Kalido 1 Mutter, gezogen von Hans-Peter Löding-Hasenkamp, Holsteiner Verband ist der Anmelder und im Sattel saß Ebba Johansson. Ja, Catch, der fünfjährige Coleman, Kalido 1 Sohn, gestern sehr beeindruckend hier in seiner Parcoursrunde, sein energisches Abfußend, schön durch den Körper springend, elastisch im gesamten Körper, schön ausbalanciert, schön mit Zug nach vorne, im Prinzip alle Grundeigenschaften, die man sich von einem Springpferd vorstellt. So, Armsprung. Immer schön baskulierend, der Widerriss kommt dem Reiter schön entgegen. Der Ablauf bleibt gleichmäßig, egal, auch wenn es mal ein bisschen dichter oder ein bisschen großzügiger angelegt ist. Aber eigentlich ein Pferd, der grundsätzlich erstmal alles richtig macht am Sprung. Auch sehr schön zu sehen hier, das Pferd in seiner Galoppade eigentlich immer von sich aus schon mit leichter Vorwärtstendenz ausgestattet. So ein kleines bisschen noch muss er stabiler werden in seiner Anlehnung vorne. Aber wie gesagt, auch das alles im Bereich, im grünen Bereich, was die Ausbildung eines fünfjährigen Springpferdes anbelangt. Ein Pferd, was eben auch hier in seiner reiterlichen Ausbildung schon weit gefördert ist. Wenn man jetzt schon alleine am kleinen Sprung sieht, wie es durch den Körper abwickelt, wie er sich vom Rücken her bewegt, die Beweglichkeit hinten aus dem Kreuzdarmbein heraus. Jawohl, kommen wir einmal zum kleinen Ochser. Also hier sehr schön zu sehen, diese Grundelastizität, die dieses Pferd im Körper hat.
Jawohl. Erhöhen wir noch einmal. Okay, wiederholen wir den Ochser noch einmal. Voll. Energisches Abfußend, springt nach, kommt zurück, springt nach oben und nach vorne. Okay, kommen wir erst einmal zur parkourmäßigen Überprüfung. Man sieht hier einfach, wie elektrisch das Pferd ist an den Hilfen. Diese Sensibilität, die das Pferd im Körper hat. Auch das alles Sachen, die in der Ausbildung beim jungen Pferd sicherlich immer mal vorkommen. So, solche Sachen, da muss man einfach ruhig bleiben, den Pferden Vertrauen geben. Hier sofort das Pferd wieder bei dem Reiter, konzentriert auf die nächste Sache. So mit viel Abdruck am Sprung ausgestattet. Okay, wollen wir auch noch mal zwei Sprünge etwas erhöhen? So, wir werden jetzt noch einmal die beiden Einzelsprünge wiederholen. Auch hier wird der Reiter versuchen, schön aus der Galoppade heraus den Sprung mitzunehmen. Jawohl, auch hier energisches Abfußen, komplett durch den Körper abgewickelt, den Sprung. Einem Pferd, was so reagiert am Sprung, ist eben natürlich auch wichtig, den Galoppsprung dementsprechend ein bisschen mitzunehmen, dass das Pferd nicht zu sehr aus der Rückwärtsbewegung springen muss, um dementsprechend auch schön den Fluss mitzunehmen, um sich entwickeln zu können am Sprung. Optimal umgesetzt jetzt gerade auch hier am Ochser, soll uns reichen für heute.
Ja, mit Catch, dem Coolman Kalido 1 Sohn, haben wir ein ganz besonderes Springpferd gesehen. Ein Hengst, der mit seinem Vermögen und auch mit seiner Manier zu springen hier zu überzeugen weiß. Dieses Pferd energisch, auch im Galopp schon, und der Sprungablauf durch den Körper, aus dem Hinterbein heraus entwickelt. Einfach toll, wie dieses Pferd springt. Bei der Rittigkeit müssen wir ansprechen, nicht immer ganz sicher in der Anlehnung. Das Maul, ein bisschen unzufrieden ist er da, geht teilweise gering gegen die Hand. Und auch Gesamteindruck heute nicht im sehr guten Bereich. Wir müssen leider das hier an der Reihe ansprechen und bewerten. Kommen wir aber doch zu den Noten. Im Galopp eine 9,5. Im Vermögen eine 9,7, in der Manier eine 9,7, in der Rittigkeit eine 8,8 und auch im Gesamteindruck eine 8,8. Somit für den Holsteiner Hengst Catch eine springbetonte Endnote von 9,39. Nigorado ist der nächste Hengst bei uns, die Katalog.